Willkommen zur nächsten Dungeon. Könnte sein, dass sich die Qualität ein bisschen verändert hat, da ich jetzt wieder Fraps benutze. Vorher hatte ich irgendwie Overwolf benutzt, obwohl ich Overwolf eigentlich nur benutze, wenn es um diese Drops geht, weil ich mit Overwolf halt die letzte Minute oder die letzten 15 Minuten abspeichern kann, was passiert ist. Jetzt benutze ich wieder Fraps, das ist wesentlich leichter. Und ja, nächste Dungeon ist jetzt FD1. Ich habe das Entry ganze dreimal da. Da ich da dreimal rein muss, mehr oder weniger, um euch alle Schlüssel zu zeigen. So, ich war gestern schon drinne, aber da habe ich halt gefehlt, wie sonst auch immer. Da hatte ich auf Versehen halt die Grafik wieder hochgestellt und das Gamma hochgedreht. Ich selber sehe das nicht, aber Fraps nimmt das so auf dann, dann war das total hell. Ist leider schade, weil das Problem ist, gestern bei den Runs habe ich das Board und die Rune in einen Run gedroppt. Ein Board sei schon, das ein Bike. Mal gucken, ob ich das in die Drop-Komplik-Dings-Bla-Bla-Bla da reinnehmen kann. So. Geht's los. Als erstes klickt ihr die Sanduhr, dann geht dieses Feuergate runter. Dann die Löwenwand. Dann geht ihr hier durch, wartet kurz, bis das Feuer runtergeht. So, und dann könnt ihr da durch. Jupp. So, die Greeks hier müsst ihr nicht killen. Ich kill sie jetzt mit Absicht, damit ich ein paar Schlüssel krieg. Und dann... So, einmal das Ding hier anklicken. Das habe ich jetzt vorher schon gemacht. Und wir bekommen den grünen Schlüssel. Gut, dann wird der erste Schlüssel für die erste Schlüsselquest sein. So, als erstes den hier anklicken oder danach. Ihr könnt natürlich durchwaschen. Ihr müsst hier nicht killen. Ich habe es jetzt schon gemacht. Die sollte die 10 Obedant killen. Hier durch. Das Feuergeld aufklatschen. Ja, es gibt jetzt... Und hier müsst ihr 10 Obedant killen. Es gibt verschiedene Lure-Arten. Ich mache es immer folgendermaßen. Ich hole mir die ersten zwei hier. Müsst ihr euch nur da in die Ecke hinstellen. Dann hole ich mir die nächsten vier. Und dann nochmal die nächsten vier. Manche luren sich alle auf einmal zusammen, aber wenn ich alle zusammen lure, dann brauche ich länger, als wenn ich diesen Modus mache. So, hier ist Nestbite. Hier werde ich jetzt ein bisschen chillen, weil ich will euch was zeigen. Für die Neulinge. Einmal kurz, ich gebe da mal einmal kurz einen Move. Und zwar sind hier sogenannte Säulen, wie ihr seht. Vier Stück. Bei dieser, das ist die Schlange. Und hier an jeder Ecke, jetzt fängt die erste Säule an zu leuchten, spawnt hier auch ein kleiner Mob. Ich glaube auch ein... Obidan heißt er nicht. Ich weiß nicht, wie die heißen. Werden wir gleich sehen. Der spawnt jetzt hier. Der sogenannte Serpent. Hat ziemlich low HP, ist eigentlich so gut wie One-Hit. Wenn ihr die nicht killt, die verschwinden nach einer Zeit, leuchtet dieser Stein weiter. Was es genau bewirkt, zeige ich euch gleich. So, wie ihr seht, ist da hinten wieder einer. So, er stirbt selber automatisch und jetzt bleibt der Stein auch bestehen. Also er leuchtet weiterhin. Okay. So, da hinten ist der nächste. Natürlich darf ich jetzt Nestbite nicht töten dafür. So, und der nächste spawnt gleich hier. So, ich bin mal gespannt. Ich habe das selber nicht getestet, das ist lange her. Und zwar diese Steine attacken euch. Also den ganzen Raum hier attacken die Steine sozusagen. Desto mehr Steine natürlich leuchten, desto mehr Schaden bekommt ihr. Und ich bin mal jetzt sehr, sehr gespannt, ob ich hier jetzt One-Hit bin. Ich habe das lange nicht mehr getestet. So. Jetzt geht das los.
Okay, ich glaube, wenn der letzte Stein noch angewiesen wäre, wäre ich auf jeden Fall gestorben. Krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, einmal die Schlange anklicken, dann nochmal anklicken. Und dann kommt ihr weiter. So, ich mache jetzt einfach mal BM wieder, damit es schneller geht. Hier sind die Felicia, oder wie der, was? Felicia. Hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und die Wiegels, die müsst ihr töten. Ihr braucht nämlich die roten und blauen Steine. Die blauen droppen diese Felicia und die roten die, keine Ahnung, wie die Namen jetzt war. Die größeren Katzen, sage ich jetzt einfach mal. So, 14 Stück. So, hier mache ich das immer so. Einmal mit Force Kick rein. Durchdashen. Dann einmal hin und her. Dann kommt die da an. Einmal hier um die Ecke den letzten noch zusammenholen. Und dann habt ihr eigentlich alle auf dem Haufen. Die schnell töten und ihr habt alle 10. So, einmal den Beetle Tomp. Müsst ihr einmal. Um den Record of the Mutant aufzusammeln. Dann geht ihr wieder zurück. Ich mache einfach mal BM aus. Einmal die Turtle-Statue hier anschnacken. Dann kommt ihr da rein. Den Mutanten Researcher anklicken. Ja, ja, ja. Und dann bekommt ihr ein schickes Epaulett. Ah, das sieht man nicht. Weil dafür muss ich mein Kostüm ausziehen. Und ihr seht dann nämlich so aus. So, ich brauche das nicht. Für, wenn ihr als, wie gesagt, für die Neulinge könnte ich gut empfehlen, das anzuziehen. Ansonsten lasst ihr es. Weil es gibt halt, wie viel Defense? Ich glaube 500, ne? Ne, 800 Defense sogar. Gut. So, einmal noch, falls ihr in der Party hier drin seid, was ich eigentlich kaum schätze, oder wenn nur zu zweit. Also früher brauchte man hier 7 Mann. Wenn ihr an dem Beetle Tom seid, ihr macht einen großen Skill dran. Droppt der Record auf The Mutant und der Beetle respawnt nicht. Das liegt daran, weil ihr einen großen Skill benutzt habt. Geht einfach kurz hier hinten hin. Geht dann wieder zurück. Und der Beetle Tom könnt ihr dann wieder angreifen. Ja, der könnt ihr unendlich angreifen, aber es bringt euch halt einfach nichts. Er droppt halt jedes Mal so eine Recurrent of the Mutant. So, hier einmal diese Säule da anschnacken, die Red Aquarium. Und dann spawnen hier wieder einen Haufen Mobs. So, ich mache einfach hier schon mal das Tor auf. Weil ich hier gleich, nachher wieder zurück muss. So, für die Speedrunner. Es ist gleich diese Katze hier. Auf der rechten Seite. Also die noch nicht. Erst wenn der letzte Spawn kommt. Und wenn ihr diese Katze tötet, öffnet sich sofort das Gate. Und ihr könnt dann sofort durch. So, einmal die drei müsst ihr töten, weil Chakris hat hier ein Schutzschild ansonsten. Mit 4 Hits ist sie bei mir weg. So, hier hatte ich gestern halt das Blue Bike rausbekommen. So, um hier weiter durchzukommen, müsst ihr das Epaulett ab hier kaputt machen. Ihr müsst es kaputt machen. Zack. Dann kommt ihr hier durch. Schlüssel machen wir am Schluss. Thank you.
So. Für die Speedrunner wieder. Das ist dieser Granitgolem, der hier spawnt, um das Tor zu öffnen. So, ein kleiner Tipp jetzt von mir für die Neulinge, falls ihr hier drinnen übelst aufs Maul kriegt, vor allem von den Blitzen, die ihr gerade seht, mir machen sie nur einen Schaden. Rennt am besten, sobald ihr das Feuergate geöffnet habt, sofort hier hinten in die Ecke hin und wartet hier am besten. Hier kriegt ihr dann keinen Schaden von den Blitzen, aber die Golems kommen dann nach und nach auf euch zu. Die müsst ihr dann versuchen zu überleben, ansonsten wüsste ich es nicht weiter. Aber auf jeden Fall hier bekommt ihr keinen Schaden. Und ich glaube, dieser Stein hier... Genau. War das der oder? Der Stein hier, genau. Das weiß ich noch, damals und früher. Da könnt ihr tanzen. Und ihr kriegt hier keine Blitze ab. Oh, die Kroger müssen wir nicht töten, aber ich tue es jetzt einfach mal. So, einmal dieses, was auch immer das sein soll, anklicken. Dann durch. Ihr könnt sofort durch, oder ihr lasst es, weil das Gate spawnt. Ich glaube, das dauert, ja, eine Sekunde und das Gate ist sofort wieder da. So, the Orc of the Origin ist der erste. Es gibt mehrere. Es gibt insgesamt 5 Stufen. Die kommen demnach, ich weiß nicht wie lange, ich glaube 3 oder 2 Minuten. Und dann kommen die nächsten, das seht ihr gleich daran. Aber kurz die Klappe, so. Und zwar ist hier hinten, könnt den als Ansatzpunkt nehmen, die Statue hier hinten. Der hat nämlich Kristalle hier an den Seiten, die fangen nämlich nach einer Zeit an zu leuchten. So, der erste fängt an, dann der hier, dann der und der fünfte ist der da ganz oben. Und wenn alle leuchten, verschwindet der Orca und die neue Version kommt dann kurze Zeit später. So. Nochmal Kiste. Oh, 2 Drops sogar. Gut. Das war es eigentlich. Hiermit könnte ich jetzt die Dungeon beenden. Mache ich jetzt noch nicht. Ich mache gleich noch die Schlüsselquest. Kommen wir einmal zu den Drops, was ihr hier drinnen droppen könnt. Das wären... Also die besten Drops sind Slot Extender Medium, Slot Extender High, Bike, RW3 oder Blue, alles mögliche an Osmium-Zeug und die HP Absorb Limit Abrune. Das wäre die hier. Die könnt ihr hier drinnen droppen. Habe ich sonst was vergessen? Ich glaube nicht. Ringe hier gibt es jetzt nicht wirklich. Ihr könnt Bracelets und Earrings plus 4er hier droppen, aber... Wenn ihr die droppt, droppen die meistens immer von den Mobs. Also bis Chakris droppen sie plus 3er. Und nach Chakris droppen sie halt plus 4er. Deswegen mache ich meistens immer die Groger hier auf dem Weg kaputt, damit sie mir plus 4er Zeug droppen. So, wir haben den Grünschlüssel. Fangen wir damit auch an. So, die erste Kiste, die ihr anklicken müsst, ist hier. Fahrt ihr durch. Kann man hier nicht bewegen? Ah, okay. Natürlich, das Gate ist wieder da. Die zweite Kiste ist so gut wie ganz am Anfang. Der schnellere Weg wäre, wenn ihr diese Kiste angeklickt habt, einfach Select Server oder Select Charakter auswählen und dann wieder in die Dungeon rein. Dann seid ihr gleich am Anfang der Dungeon. Wenn ihr Dungeon Exit macht, beendet ihr die Dungeon komplett, dann braucht ihr neues Entry. Also das ist unnötig. Das geht nur in der Party. Wenn ihr in der Party seid, könnt ihr Dungeon Exit machen, das ist noch schneller.
So, das wäre diese Kiste hier. Mutant Kane Queen Nummer 3. Und die letzte Kiste ist vor dem Raum, vor Chakris. So, hier, und jetzt haben wir den Treasure Key Typ B. Typ A wäre der rote Schlüssel und Typ C der blaue Schlüssel. So, einmal Kiste eröffnen. Und schon habt ihr alle Drops. So, wir sehen uns gleich wieder. Oder ihr seht es sofort. Ich renne jetzt nochmal schnell rein, um die nächsten Schlüssel zu machen. Mal gucken, welchen wir als nächstes droppen. Bis gleich. So, ich habe jetzt den roten Schlüssel. Ich bin auch am Anfang der Dungeon. Weil der rote ist eigentlich der einfachste. Den kann man gleich am Beginn machen. Das ist einmal die erste Kiste am Anfang. Und dann ja, ist es eigentlich nur nach vorne, wo der Kistenraum selber ist, die letzten Kisten. Das Schöne ist, hier müsst ihr irgendwo noch ein blauer Schlüssel rumlegen. Dann kann ich euch gleich mal noch was anderes zeigen. Dass es nicht funktioniert, wenn man zwei Schlüssel in einen One macht. Das funktioniert nicht. Aber das werdet ihr gleich sehen. Da ist noch, liegt noch ein blauer, den werde ich gleich aufheben. So, der zweite ist hier. Und der dritte ist hier. Und jetzt haben wir den Typ A. Wie gesagt, es macht keinen Unterschied, ob welchen Schlüssel ihr habt von den Drops her. Es droppt alles dasselbe. EOF 6 und abgekost. Gut. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss noch ein bisschen weitermachen, die Dungeon. Und dann sehen wir den blauen Schlüssel. Wo liegt er? Da liegt er. Bis gleich. So, kommen wir zum blauen Schlüssel. Ich bin am Ende der Dungeon. Also kurz vor Orga. Das ist dann einmal diese Kiste hier. Dann einmal in den Raum bei vor Chakris. Ne, keiner will SP. Das wäre die Kiste hier. Und die letzte Kiste ist dann beim Golem-Raum. Und zwar die hier. So, das ist der Typ C-Schlüssel. Und wie gesagt, das ist derselbe Run wie gerade eben, wo ich den roten Schlüssel gerade gemacht habe. Und es funktioniert halt leider nicht, dass man zwei Schlüssel in einen One macht. Wäre zwar schön, aber es geht leider nicht. Das steht auch hierbei. Moment, das kann ich euch zeigen. Das ist mir letztens auch aufgefallen. So, the gate occurred. Hier steht's, wenn ihr das schon mal geöffnet habt, bringt es euch nichts, nochmal einen Schlüssel zu machen. Abgeben. Und wie ihr seht, es spawnen nicht nochmal die Kisten. Gut, damit wäre es das von FT1 gewesen. Wir sehen uns dann in der nächsten Dungeon wieder. Also bis dahin. Ciao.